Munition kaufen, Panzerung kaufen und weiter geht's. GTA heute 2. Es lohnt sich momentan. Du warst ja gleich schon wieder mit der Mission durch, hast schon wieder 100.000 auf der Tasche. Oder fast 250.000. Wie gesagt, für drei Missionen. So. Diesmal haben wir Zeiten. Eine Zeit drin. Viertelstunde Zeit für die Autos. Also, das ist, wir fahren auf jeden Fall getrennt. Okay. Das bringt halt nichts anderes sonst. Ich fahr zu C. Baby? H oder B? B. Okay, dann fahr ich zu A. Ja, B für Baby. Oh, Baby, Baby. So. Na, dann gucken wir mal. Was wir hier so haben an Feindpräsenz vor allen Dingen. Ja, hier sind auf jeden Fall Feinde. Ja, das war leider kein Headshot, sonst wäre er beim ersten tot gewesen. Das könnte ein Headshot gewesen sein. Ach, hier steht noch einer. So, jetzt steht ein Zielfahrzeug. Ich habe zumindest mein Fahrzeug, jetzt fahre ich jetzt hier raus aus der Halle, aus der Dings. Also ich hatte keinen Feind, ich musste einfach nur einsteigen. Nee, ich habe ja 5-6 Feinde gehabt, das war aber relativ schnell jetzt erledigt. So ein 3er BMW-Verschnitt. So, meins ist hier so ein, wie so ein klassischer Rennwagen, so. Mhm. Na, ich habe hier so einen alten Dreier. Ja, alter Sentinel, genau, wollte gerade sagen. Sentinel ist ja quasi der BMW im GTA. Mhm. Kenne ich zumindest auch aus GTA 3 mit den Mafia-Sentinel, die schwarzen. Den habe ich gerne gefahren im GTA 3. Ja. Mit den Brillen hinten auf dem Fenster. Ja, du fährst ja da, du arbeitest ja quasi am Ende für die Mafia. Bist du denn am Ende noch? Ja, ganz am Anfang auch. Weiß ich, glaube ich, ja. Mit dem beste Order. Ja. Ja. Du hörst ja dann immer den Yakuza. Dann immer den Mafia. Und dann musst du den quasi dann irgendwann ans Bein pissen. Dann musst du sie nämlich alle killen dann irgendwann. Findet ihr alles auf meinem Kanal. GTA 3 habe ich am Let's Play. Auch eine geile Story, definitiv. Wobei die, am Ende die Story, die an dem Damm, wo die auf Zeit geht, das war bei mir, glaube ich, am Ende ein paar Sekunden, die ich noch übrig hatte. Da hast du, glaube ich, irgendwie 10 Minuten Zeit oder so, da durchzuarbeiten. Inklusive dann drei Helis noch oder so. Aber wie gesagt, geile Spielereihe, definitiv. Jetzt reden sie in den USA schon wieder davon, das Spiel zu verbieten, weil es angeblich Autodiebstähle... Ach mein Gott, aber Hauptsache die... Hauptsache, du kannst ja in jeder Ecke irgendwelche Waffen kaufen, weißt du? Genau. So, ja, Autos abgeliefert, ja, wunderbar. So, fehlt wieder noch Baby. Wie sieht's bei dir aus? Läuft? Ja, gut, du hast noch genug Zeit, 11,5 Minuten. So, mal kurz. Die Kohle einsammeln, 122.000 fast. Ich wollte gerade sagen, du stehst jetzt nicht auf dem Auto und schüttelst dir einfach der Palme und du spielst Gitarre. Ich hab's nur gesehen, weil ich das Geld eingesammelt habe gerade. So, wunderbar, dann haben wir das auch erledigt und das ist eigentlich relativ gut. Jetzt doch noch mehr? Wir haben noch mehr Autos. Können wir die klauen, die Karren? Ach, in der Zeit so viel wie möglich wahrscheinlich, ja? Puh, keine Ahnung. Hatten wir das nicht schon mal? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wäre aber jetzt zu einfach gewesen, tatsächlich. Ich fahre wieder zu C. Ja, ich fahre wieder zu A.
Habe ich dich gerade geschnitten? Nein. Das Problem, ich muss jetzt wieder. Jetzt muss ich wieder mein Auto gleich anfordern. Ach, ich kotze gleich. Vier Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zwei Durchgänge sind, aber ich kann mich an so eine Mission erinnern. Aber ich dachte, das wäre mir zu einfach gewesen. Drei Autos und dann in der Zeit. Aber gucken wir mal. Ich schaffe mal schnell noch Baby zu Punkt B und dann fahre ich zu C. So, ich hole mir jetzt mal wieder mein Corona. Der steht bestimmt wieder da hinten am Arsch der Welt. Und der jetzt. Komm. Mechaniker. Ah, hier. Diesmal steht er nicht bei mir. Naja, alles gut. Hast du Punkt gesetzt, ja, Debbie? Na, nicht, dass wir am Ende nochmal drei Autos holen. Ich glaube, ich kann mit so einer Mission hin. Ich weiß gar nicht, die haben wir, glaube ich, nicht in der Aufnahme gemacht. Aber ich weiß es halt wirklich nicht. Doch, haben wir. Das waren wir, da waren wir nur zu zweit. Die hier? Nein, nicht die direkt, aber allgemein dieses GTA ja. Heute, wo man in der Zeit mehrere klauen muss. Ja, stimmt. Das war aber nicht die, glaube ich, ne. Muss ich echt gucken, welche aber. Kann sein, ja. Naja. Boah, Alter. Ja, zu zweit ist das schon ziemlich heftig, wenn du dann sechs Autos klaust. Aber ich glaube, wir müssen danach noch einen Durchgang machen. Ich weiß es aber nicht. Das wäre mir. Ich glaube, die schaffen wir gerade so noch. Würden wir wahrscheinlich in der Zeit schaffen. Doch, genau, die haben wir noch gemacht, schon mal gemacht, weil Baby muss jetzt auch gerade ins Polizeirevier das Auto dort holen. Die müssen wir noch daran erinnern. Okay. Ja, egal. Kannst du dich erinnern, wo wir dann am Polizeirevier das Auto rausholen mussten? Ja, alleine. Aus der Garage. Ja, genau da ist sie jetzt gerade. Okay, dann. Ah, ist egal. Scheiß drauf, da haben wir halt doppelt mal drin. Guck, wir haben eine Doppelrote, haben wir ja auch doppelt drin. Also einmal, wo wir es gefällt haben und dann, wo wir es geschafft haben. Aber ist ja nicht einfach jetzt so. Ist ja eh nie immer das Gleiche. Wir haben ja auch andere Erlebnisse als Gruppe. Ja. So habe ich einfach mal meinen Wegpunkt weg. Außerdem, glaube ich, können das die Leute auch verstehen, dass wir hier Doppel-AP und Geld mitnehmen wollen. So. Oh, Alter, das hat ein Kurvenverhalten hier, das Auto. Wir sind da vorne mit gerade in der Nähe, Punkt AC ist das, glaube ich, bist du, ne, unterwegs, oder? Wir sind das da? Ich bin jetzt gerade zur C. Okay, weil mein Wegpunkt ist immer weg. Ich habe Baby bei B abgesetzt und bin jetzt zur C gefahren. Ich fahre jetzt nämlich zu A, aber mein Wegpunkt verschwindet immer wieder. So, hier, das lasse ich dir da, das Auto. Und dann nehme ich hier den Too Fast and Furious Skyline mit. Mhm. Na gut, jetzt war es auch wieder weg, aber ich... Cops? Okay. Irgendwer hat Cops von euch. Ach jo. Ja, doch, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an das Parkhaus. Ich muss das Auto aus dem Parkhaus oben holen. So. Stimmt, ich stand oben mal auf dem Parkdeck, und, ja. Und ich hab hier diesen Skyline, wo du letztes Mal auch schon gesagt hast, der sieht aus wie der aus Too Fast and Furious. Ja. Und dann nur. Ja, dann ist das einfach eine Doppel. Ach, egal, scheiß drauf. Dann hast du halt, wie gesagt, die haben wir doppelt drin. Ich glaube, die Mission kann sich so keiner mehr erinnern. Wenn wir das schon nicht können. Ach, das war kein. Keine Feinde? Okay. Das ist mir gerade ziemlich. Aber gut, das ist ja so ein Kill gewesen, aber. Okay, pro Cops. Dann rufe ich jetzt Lester nochmal an. Letter. Weil dann bin ich die Cops los, weil die mir gerade ziemlich gleich auf den Sack gehen werden. Hey, was ein Glück. Okay, I'll get you out of trouble. No problem. So, ich bin so los, bin vom Parkhaus. Alter, da zieht der rüber, Alter. Mann. Ja, irre teilweise die NPCs. So, 45 haben wir noch. Ich glaube, wir müssen danach nochmal ein Auto sammeln, ne? Oder was ist das dann? Ja, wenn wir Glück haben, war es das danach. Ich weiß es halt nicht mehr. Wirklich nicht mehr. Ach, warum fahre ich denn hier durch die Parkanlage? Ja, egal. Stimmt, wir haben sehr viel Zeit damit vertrödelt wegen den Cops.
Aber wie gesagt, ich weiß es echt nicht. Baby! Oh. Hm? Baby wäre mir gerade fast voll ins Auto reingerannt. Ja, ich hab noch 3 Kilometer, bis ich zum Hafen bin. Hä? Was ist denn jetzt hier? Wieso steht denn hier C? Ich hab's doch reingefahren, dieses Ding. Falsche Parklücke? Nee, ich war noch nicht ganz drauf auf dem Punkt, auf dem Trigger. Es gibt öfters mal, wo du Punkte, wo du nicht drauf bist. Ja, G-Punkte. Ach, ja. Oder, Debbie? So. Kann aber auch Ampeln. Was habe ich denn hier für eine Karre? Ach, ganz alter Mustang. So, mal gucken, ob wir jetzt danach nochmal ein Ziel haben oder ob wir dann durch sind. Wir haben noch 4 Minütchen. Wenn wir jetzt wirklich nochmal durchfahren, wenn wir nochmal Autos holen müssen, dann müssen wir. Da müssen wir uns nämlich beeilen. Deswegen fahre ich schon mit Baby zurück in die Stadt, falls was ist. Ja, wenn wir das hin. Wie gesagt, ich muss ja dann mein Auto noch holen. Aber es kann ja sein, dass wir jetzt nochmal Punkte bekommen, aber dann irgendwie trotzdem die Mission als bestanden bekommen. Aber halt, so bezahlt werden wir, nachdem wie viele Autos wir reinbringen. Ne. Geschafft. Fast Level 278. Also auch schon wieder 2 Level heute gewonnen. 5 Kills. Warten wir mal als nächstes. Sind wir mal da? Sind wir mal da?